Wäre was gewesen. Ja, genau das. Ja, na gut, das war jetzt nicht mitgeplant. Das ist dann doch Abteilung, ich stürze ab. Dann geben wir mal noch ein Stück runter. Irgendwo muss ja die Rätselslösung sein. Ja gut, jetzt sind wir hier im Wasser. Keine Gegner, hätte mich auch schwer gewundert. So, einen schönen Kopfschuss mit dem Revolver. Wunderbar. Dann kriegen wir das mit dem Zielen dann doch noch so einigermaßen hin. So, ist hier eine Interaktion. Ey, der Effekt sah ja mal echt nicht geil aus. Ah, da sind solche kleinen Viecher, die knabbern einen alle an. Aber im Endeffekt machen die keinen Schaden. Und das irritiert dermaßen. So, die Kisten scheinen hier irgendwas zu blockieren. So, jetzt kann die Pumpe auch wieder arbeiten. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt wieder hoch. Hier ist unsere Arbeit getan. Tja, der Ventilator ist immer noch nicht an. Wir sehen, ich geister hier noch ein bisschen rum. Aber es ist jetzt eingeschaltet. Ja, okay. Das heißt, es tut sehr weh, wenn man jetzt da durchrennt und getroffen wird. Ich würde sagen, ich laufe mal. Ja, sieht aus wie geschafft. Dann gehen wir jetzt auch wieder hoch. Obwohl, nein, ich würde, glaube ich, sagen, ich überprüfe das nochmal eben. Der Generator war zwar an, aber der Ventilator muss sich auch bewegen. Okay, tut er. So, hier sind wir gewesen. Einmal wieder auf richtig scharfer Munition gewechselt. Weil in den meisten Fällen ist es so, dass man... Na, ist es denn zu doof, den Weg zu finden hier oder was? Dass man auf den Rückwegen irgendwelche Gegner antrifft, die vorher dort noch nicht waren. So wie diese beiden Freunde hier. Und die mir jetzt natürlich ordentlich mein Life gefressen haben. Ja, mit Granaten kommen die jetzt auch schon an. Tja. Entweder ist der andere drauf geblieben oder nö. Hä? Wie jetzt? Dann sagen, holen wir unseren Freund mal da runter. Tja, was würde ich sagen? Ist der Fall von gespickter AI, die laufen natürlich direkt da vorne lang. Wenn man ihn natürlich selber runterholt, sieht man genau das, was passiert ist. Sie wissen gar nicht, wo einer ist. Aber ich meine, so ungeschickt man sich dann auch anstellen mag, ist das dann wieder schön, dieser Moment. Wow! Alto Belli, ey, die hauen aber auch rein. Ja. Die hauen böse rein und wir müssen jetzt nochmal. Ja. Aber bitte so nicht. Aber da könnt ihr mal sehen, dass einem das Gefühl, auf scharfe Munition wechseln zu müssen, gar nicht mal so trüben kann. Man, irgendwo muss sich das ja mal bezahlt machen, dass man praktisch so und so viel Zeit schon mit einem Spiel verbracht hat. So, jetzt kommt er gerade hier runter. Und diesmal will ich hier definitiv mit weniger Schaden durch. Sonst habe ich oben gar keine Chance. Ich würde sagen, die sind gar nicht gelandet. Dann sage ich mal Folgendes. Wir machen jetzt genau das, was die gemacht haben. Wir setzen diese Landminen an die Wand. So, und wenn die dann praktisch runterkommen und sich bewegen, setzen wir noch eine nach. Tja, nur, okay.
für Frage, wohin mit mir? Jetzt habe ich eine super tolle Idee gehabt und bin kurz davor, an meiner eigenen Idee zu scheitern. Ich weiß jetzt nicht, ob es da vorne irgendwo hochgeht. Ja, okay, da vorne ist eine Leiter. Das heißt, ja, das sieht doch mal schon sehr erfolgreich aus. Behaupte ich mal, da liegen ein paar Gewehre. Ach, hier gibt es auch noch einen Weg, da hätte man wahrscheinlich auch noch reinkriechen können zum Ausweichen. Ja. Ich würde sagen, das war jetzt eigentlich eine Taktik, die mir sehr, sehr gut gefiel. Wobei, dass man das mal beim Tu Shooter immer sehr, sehr schlecht sagen kann. Tuta, natürlich. Ja, ist niemand mehr da. So macht Spaß. Dasselbe mache ich jetzt oben. Okay. Ja, Sturmkommando. Nee, normalerweise versuche ich hier eine FSK-gerechte Fassung zu haben, um ganz entspannt zu bleiben. Aber da kam es jetzt einfach über mich. So. Tja, stellt sich jetzt bloß die Frage, was tun wir als nächstes? Wir haben jetzt praktisch den Generator eingeschaltet. Haben jetzt hier alle Leute ausgeschaltet. Aber wir stehen immer noch vor einem großen Rätsel, und zwar, wie bewegen wir den Zug? Weil das große Problem ist einfach, wenn wir den Zug bewegen, erwischt uns das Vieh entweder mit seinem Flammenwerfer. Na, kann ich hier runter, ohne Schaden zu nehmen? Ja, das hört sich doch gut an. Oder aber, es macht seine super Schallwelle, die uns natürlich auch instant grillt. Wie ich das vorher mal kurz ausprobiert habe, um zu gucken, ob die Aufnahmequalität so meinen Wünschen entspricht. Tja, stellt sich jetzt die große Frage, was tun? Jetzt muss ich gucken, dass ich einfach nochmal irgendwo tiefer reinkomme. Also schnell mal wieder gespeichert. Ja. Aber bitte nicht abstürzen. Da habe ich jetzt gerade nur keinen Bock drauf. So, machen wir schnell weiter. Weil ich sag mal so, Leitern haben wir früher zu Hause immer gehasst. Wir haben das ja auch im Netzwerk gespielt, gerade Opposing Force Multiplayer. Und die größte Schadens... Moment mal, da ist ein Rädchen, ne? Okay. Die größte Schadensrate? Ja. Das war's dann. Die größte Schadensrate, die es eigentlich gab, durchs freie Bewegen, entstand entweder dadurch, dass man sich getroffen hat, während man mit dem Raketenwerfer unterwegs war, oder aber die Tatsache, dass man einfach so geschickt war, dass man irgendeine Leiter hinuntergerasselt ist. Oh, schön. Ich meine, ich habe in Erinnerung, dass er gerade schon da weggezogen wurde, aber nun gut. Gerade die Sprengminen sind wir sehr gern gesehen. Bringt das auch was? Also ich weiß jetzt gerade nicht, was es hier bringen soll. Ich würde mal behaupten, das Zeug kommt dann nicht ganz so hoch wie vorher, ja, damit man wahrscheinlich dann viel besser hier durchkommt. Da ist Tor dazu. Tja, Leben gibt's hier nirgends, wo wir mehr was zu zapfen. Da gibt's wieder Alien. Joa, einmal schön ausgeschaltet. Dafür liebe ich dann die Sprengmunition. Na gut, Lex liebe ich jetzt nicht.
So, dann wollen wir mal schauen. Track Control. Ja, wir haben Schutz. Ja, da kam jetzt sogar richtig fette Ladung. Das schaffe ich nicht. Geh lieber ohne mich weiter. Tja. Wohin mit dir, mein Freund? So. Okay, das Viech geht da in die Höhle rein. Wahrscheinlich müssen wir jetzt irgendwie mal einen günstigen Moment abpassen, indem das Viech da in der Höhle ist. Ja, nur Frage, wie kommen wir jetzt wieder zurück? Ich würde sagen, wir müssen springen. Okay, das hat schon mal geklappt. Gucken, dass wir hier nicht mehr verbrannt werden. So, wir müssen jetzt sehen, dass das Vieh praktisch in irgendeinem größeren Eingang ist. Patrouille läuft. Uns nicht trifft, würde ich mal sagen. Und auch erst recht nicht sieht, weil wenn es uns sieht, dann sind wir ganz schnell in den Chaos. Es traut sich aber jetzt nirgendwo rein, so wie es aussieht. Okay, wir wurden entdeckt oder so ähnlich. Ich habe... Moment mal. Ich habe gerade gar keine Idee, wie wir hier überhaupt weiterkommen. Ich werde jetzt einfach mal laufen. Ja, genau das meine ich. Einmal dran vorbei. Hauptenergieversorgung ist nicht eingeschaltet. Ja, wahrscheinlich müssen wir jetzt noch da hinten rein. Komm, gib mir deine Schallwelle. Ich guck, dass ich jetzt einmal schnell durchkomme, es mir zumindest mal ansehe. So. Ja, das könnte nach einer Hauptenergieversorgung aussehen. Wenn wir hier uns... Wow! Wusste gar nicht, dass das Scheißvieh hier hinterher kann. Okay. Tja, was tun? Tja, stellt sich die Frage, hier die Tür rein, den Schalter betätigen und ganz schnell zurück. Und dann hier hinten, wenn das Vieh weiter nach vorne geht, wieder rauszukommen. So wird wahrscheinlich der Plan aussehen. Ja, das Viech, das hängt da jetzt irgendwie fest. Es könnte jetzt aber auch sein, dass wir das da mit dem Strom festgesetzt haben. Ich weiß es nicht. Das sah nämlich nach ein bisschen zu viel Strom aus, als dass das Vieh das vertragen könnte. Gut, wir sind jetzt hier auf maximaler Ebene. Sag mal was. Ach, von den Schienen gibt es jetzt auch nur Schaden, oder was? Ja, geil, Omat. Tja, dann würde ich jetzt hier wieder sagen, rein hier. Track Control war da. Und, hä? Ja. Oder auch nicht. Runterfahren lassen ist manchmal einfacher. So, einmal wechseln. Aber komm, von hier aus schaffen wir den Sprung. Na also. So, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie lang der Part ist. Und ich würde sagen, ich setze mich eben auf den Zug. Wir fahren jetzt eben schnell. Und dann werden wir gucken, dass der Part nicht zu lang wird. Bei dem letzten, wo es dann hieß, von wegen 3 Minuten zwischen den Speicherabständen, waren dann wohl die falschen gewesen und dann hatten wir eine halbe Stunde zusammen. Und eine halbe Stunde am Stück schauen ist schon immer etwas mühsam. Okay, der Zug macht alles kaputt. Wobei der jetzt hier gar keine Kraft aufweist. Auch okay. Hier gibt es auch nirgendwo was aufzusammeln. Keine Kisten, kein Leben. Wobei ich jetzt gern nochmal geschaut hätte, wo das Viech jetzt wirklich down ist. Was willst du, Barney? Bon, ich habe auf dich gewartet. Einer von deinen Wissenschaftlerkumpels hat gesagt, ich soll dir was ausrichten. Du sollst das alte Schienensystem rauf zu irgend so einer Art von Satellitentransportrakete nehmen.
Ich weiß nicht genau, wo das ist. Und der Typ hatte es so eilig, hier heil rauszukommen, dass er es mir nicht gesagt hat. Auf jeden Fall hat das Militär den Start abgebrochen. Wenn du die Rakete also findest, musst du in den Kontrollraum rauf und sie selbst starten. Er sagte was in der Richtung, dass ein Lambda-Team den Satelliten in einer Umlaufbahn braucht. Okay. Aus dem Schlamassel hier jemals wieder rauskommt. Der Wachmann soll also nur seinen Kackjob machen. Und wir sollen jetzt einfach weiter und angeblich eine Rakete nutzen. Ich trau dem aber nicht so wirklich. Ja, auf den Schienen ist Strom. Manche Sachen lernt man auch nach dem 10. Mal nicht, oder wie war das? So. Und dann mache ich jetzt mal hier einen Cut.